Thor, der nordische Gott des Donners. Ein furchtloser Krieger, der sein Volk vor grässlichen Riesen schützt. Held der Wikinger und Germanen. In den dunkelsten Zeiten der Menschheitsgeschichte. Doch nur wenige kennen die Wahrheit hinter dem Mythos. Er kämpfte gegen das größte Seeungeheuer der alten Welt. Und er war die letzte Hoffnung der Altgläubigen im Norden Europas, als sie den christlichen Armeen trotzten. Fakten und Fiktion vermischen sich zum Mythos Thor. Zwei Erzfeinde im Kampf auf Leben und Tod. Thor, der Donnergott, gegen eine schreckliche Bestie. Eine riesige Schlange mit tödlicher Kraft. Mensch gegen Monster. Thor entfesselt seine tödlichste Waffe, den Blitz seines Hammers. Donner erschüttert Himmel und Erde. Der Mythos von Thor ist voll von epischen Kämpfen. Heroische Schlachten gegen Wesen, die die Menschheit bedrohen. Thor ist der Vorkämpfer der Götter, der, der vorgeschickt wird, wenn es ernst wird. Thor steht nicht für Weisheit, er bietet Schutz vor bösen Monstern. Die Abenteuer Thors boten eine Zuflucht in den dunkelsten Zeiten der Geschichte. Dem Frühmittelalter im ersten Jahrtausend nach Christus. Zu der Zeit befanden sich die germanischen Stammesgebiete, die von den britischen Inseln bis zur Ostsee reichten, in Aufruhr. Es war eine auf Landwirtschaft aufgebaute Gesellschaft. Die Menschen lebten am Rande der Existenz, denn es war sehr unwirtlich im Norden Europas. Am Mittelmeer war es viel leichter, etwas anzubauen. Nach allem, was wir wissen, ging es auch sehr gewalttätig zu. Krieg, Hunger und Tod bestimmten den Alltag an den nördlichen Rändern Europas. Doch der Mythos von Thor brachte etwas Ordnung in das Chaos. Es war eine naturbezogene Religion. Paganismus kommt aus dem Lateinischen und beschreibt heidnischen Glauben. Dieser ist nicht gut organisiert, wie etwa die griechische Götterwelt, in der alles aufgeteilt ist, jeder seine Verantwortlichkeiten hat und weiß, wer wichtig ist. Völlig anders. Das Leben wurde in dieser Mythologie ziemlich düster und streng gesehen. Die Menschen erwarteten am Ende weder Erlösung noch Himmel, wie es im Christentum versprochen wird. Sie sahen das Leben viel düsterer und sorgenvoller. Angesichts der Probleme ihrer Zeit brauchten sie sehr viel Mut und Kraft. Thor war den Menschen Inspiration. Thor war der Inbegriff eines Helden. Er war stark. Im Gegensatz zu anderen Göttern betrog und verriet er niemanden, sondern war treu. Mit dieser Heldenfigur konnten sich die Menschen am besten identifizieren. Im Mythos hat Thor zwei Waffen, mit denen er böse Mächte in Schach hält. Einen Gürtel, der seine Kräfte verdoppelt, und einen Hammer, der tödliche Blitze schleudert. Wie weit er den getreuen Hammer auch schleudert. Er kommt immer wieder zurück, wie ein Boomerang. Hört man Donner grollen, so hat Thors Hammer einen Riesen getötet. Thor ist der Herr der Blitze. Ähnliche Motive gibt es auch in anderen Mythologien, so zum Beispiel Zeus in der klassischen Mythologie, der auch ein Donnergott ist. Der Gott des Donners und der Blitze ist der Beschützergott. Er ist der stärkste Kämpfer und hat dieselbe Macht wie Zeus, den Donnerschlag, den Hammer, der die Bösen zerstört. Thors Mythos beginnt mit seiner Geburt als Sohn allmächtiger Eltern. His father
Sein Vater ist Odin, der Himmelsgott, und seine Mutter ist Jörd, was Erde bedeutet. Er stammt gewissermaßen aus dem Himmel und von der Erde, was ihn zum perfekten Gott der Mittelerde macht. Midgard, dort, wo die Menschen leben. In der nordischen Mythologie besteht die Welt aus drei Ebenen, die in einer Weise dargestellt werden, die die alte germanische Welt gut kannte, als Baum. Sie hatten Behausungen, die indianischen Tipis ähnelten. Ihre ganze Sicht des Kosmos basierte auf dieser Konstruktion. Man hatte einen Pfahl in der Mitte, der die Wände zusammenhielt. Das war das Skelett des Hauses. Und so sah auch das Skelett des Kosmos aus. Das Kleine repräsentiert das Große. Deswegen wurden Bäume so wichtig. In den höchsten Ästen des mythischen Baumes liegt Asgard, der Wohnsitz der Götter. Am anderen Ende, unter den Wurzeln, ist ein kühles, dunkles Reich, das Land der Toten, das Hel genannt wird. Es hat denselben Ursprung wie unser Wort Hölle. Der mittlere Teil des Baumes ist Midgard, die Erde. Die Welt, die von den Menschen bewohnt wird. Dies ist das Reich Thors. Als Beschützer ist es seine Pflicht, die Feinde der Menschen in Midgard zu vernichten. Die bösen Riesen. Die Riesen repräsentieren Chaos und Zerstörung. Wurde man von einer Lawine, einem Erdbeben oder einer Flut getötet, war dies das Werk eines Riesen. In einer Kultur, die hartem Klima und anderen Gefahren ausgeliefert ist, repräsentieren sie alles, was schiefgehen kann. Man kann sich vorstellen, dass jemand, der in einem Tal in Norwegen lebte und sah, wie der Winter einbrach und der Frost in die Täler kam, so etwas wie Frostriesen sah. Dann kam der Frühling. Das kann man wie eine Schlacht sehen, in der Thor die Riesen in die Berge treibt und die Ordnung wiederherstellt. Noch heute gibt es Spuren der mythischen Schlachten Thors mit den Riesen in den Wäldern und auf den frostigen Ebenen an der Nordsee. Überall in Skandinavien finden sich geheimnisvolle Steindenkmäler, die aus der heidnischen Zeit stammen. Sie wurden zwischen dem 4. und 12. Jahrhundert nach Christus errichtet. Sie markieren Territorien, erinnern an wichtige Ereignisse und dienen als Grabsteine für Könige und Krieger. Sie werden Runensteine genannt und sind die wichtigsten Hinweise, die diese Gesellschaft, die ihre Geschichte normalerweise nicht aufschrieb, hinterließ. Die Runen auf den Steinen ähneln unserem lateinischen Alphabet. Sie beschreiben ein Stück Mythologie oder Erzählung, das wir glücklicherweise manchmal schriftlich vorliegen haben. In vielen der Inschriften taucht eine Figur immer wieder auf. Der Donnergott selbst. Thor. Es gibt viele Runensteine, in die Thors Name eingraviert ist. Etwa als, möge Thor diese Schrift segnen. Seine Macht sollte die Menschen schützen. In der nordischen Mythologie bekämpft jeder Gott seine persönlichen Feinde unter den bösen Riesen. Die Runensteine enthüllen die Identität von Thors Erzfeind. Eine riesige Seeschlange. Die Midgard-Schlange. Es ist eine Schlange, die immer größer wird. Die Prophezeiung sagt, dass sie den Untergang der Götter und das Ende des Universums einleiten wird. Angst vor Schlangen ist uns angeboren. Es gibt sie in allen Kulturen, so auch in der germanischen Mythologie. Schlangen sind böse, genau der Hintergrund, auf dem man Mythologie aufbauen kann. Nach der Legende wird die Midgard-Schlange so groß, dass sie die ganze Erde umschlingt und ins Chaos stürzen wird. Die Midgard-Schlange umschlang Mittelerde. Als Symbol für den Rand der Welt und als Symbol für die Gefahr, diese Grenze zu überschreiten. Der größte Widersacher.
Thor ist entschlossen, ihn zu besiegen. Ein harter Kampf, selbst für einen Gott. Der ständige Kampf zwischen Thor und der Midgard-Schlange repräsentiert den Kampf zwischen der Kraft, die die Ordnung, die Welt der Götter und der Menschen schützt, und der ständigen Bedrohung der Zerstörung durch das Chaos. Ordnung gegen Chaos. Ein klassisches Thema in der rauen Welt Nordeuropas. Im Mythos von Thor wird es oft mit einem gewissen Humor vermittelt. Als Thor unbemerkt an die Midgard-Schlange herankommen will, verwandelt er sich in einen kleinen Jungen und bittet einen Riesen namens Hymir, ihn zum Fischen mitzunehmen. Sie fahren immer weiter und weiter hinaus und schließlich sagt Hymir, das ist wohl weit genug. Doch Thor sagt, nein, wir können noch weiter raus. Weit vor der Küste enthüllt Thor seine wahre Identität und lockt die Schlange mit dem Kopf eines Ochsen als Köder an die Oberfläche. Er wirft den ganzen Ochsenkopf an einem Haken über Bord. Die Midgard-Schlange beißt an und Thor zieht sie hoch, sodass ihr Kopf über Wasser ist. Thor ist ganz aufgeregt und begeistert. Er greift nach dem Hammer. Jetzt habe ich dich endlich. Aber Hymir, der Riese im Boot, hat Angst. Als Thor seinen Hammer hebt, um zuzuschlagen, kappt der Riese das Seil und die Schlange taucht zurück ins Meer. Thor ist wütend. Die seltene Gelegenheit, seinen Erzfeind zu töten, ist dahin. Thor trifft immer wieder auf die Midgard-Schlange. Manchmal ist er verkleidet, manchmal mischt sich jemand ein, aber immer kommt die Schlange davon. Vermutlich, damit es einen spannenden Endkampf zwischen den beiden geben kann. Dies ist nicht der einzige Mythos, in dem ein Donnergott eine Riesenschlange bekämpft. Das Motiv ist in der Antike sehr verbreitet. In den hinduistischen heiligen Schriften der Veden gibt es einen Kampf zwischen Indra, dem Gott der Stürme, und einer Riesenschlange. In der griechischen Mythologie bekämpft eine schlangenköpfige Bestie namens Typhon Zeus, den Gott der Blitze. Diese Mythen entstanden tausende von Meilen und tausende von Jahren voneinander entfernt. Doch sie alle erzählen im Wesentlichen dieselbe Geschichte. Ein Gott des Donners und der Blitze, der eine Schlange vernichten muss, die die Welt bedroht. Doch warum teilen so viele verschiedene Gesellschaften denselben Mythos? Wahrscheinlich aus gemeinsamer Erfahrung. Ist es möglich, dass der Schlange in den Mythen ein reales Meeresungeheuer zugrunde liegt? Und wenn ja, existiert diese Kreatur noch heute in den Tiefen des Ozeans? Erstaunliche Funde zeigen, dass es durchaus möglich wäre. Die Midgard-Schlange, Erzfeind des mächtigen Thor. Eine Schlange groß genug, um den gesamten Planeten zu umspannen. Im Mythos repräsentiert sie Chaos und das Böse auf der Welt. Doch was war das Vorbild für solch ein erschreckendes Geschöpf? Jahrhundertelang gab es Berichte über Riesenseeschlangen. In altnordischen Sagen, die auf Tatsachen beruhen sollen, gibt es sogar Berichte über Schiffe, die durch solche Bestien kenterten. Oft wurde ein riesiges Geschöpf mit langen Tentakeln beschrieben, das Schiffe mit einem Schlag zum Meeresgrund befördern konnte. Man spricht von ihnen als Kraken. Kraken sollen einen langen, schlüpfrigen Körper haben, der sich blitzartig bewegt. So wie die Midgard-Schlange. Doch Berichte über Seeungeheuer beschränkten sich nicht auf Nordeuropa. Sie finden sich auch in der berühmtesten Abenteuergeschichte des antiken Griechenlands, der Odyssee. Dort erscheint ein Ungeheuer mit Appetit auf Menschenfleisch.
Skylla. Skylla ist ein furchtbares Meeresungeheuer mit vielen Köpfen und Armen, das sechs deiner Männer packen und verspeisen wird. Skylla. Kraken. Die Midgard-Schlange. Sind die Parallelen dieser Mythen Zufall? Oder beruhen sie auf Tatsachen? Eine zufällige Entdeckung im 19. Jahrhundert warf diese Frage auf. Im Nordatlantik stießen Fischer auf ein gewaltiges Meeresgeschöpf. Sie konnten es fangen. Der längste Tentakel war fast 11 Meter lang. Es war ein Riesenkalmar. Bis in die 1870er Jahre war niemand in der Lage, die Existenz von Riesenkalmaren zweifelsfrei nachzuweisen. Man glaubte erst an diese erstaunlichen Geschöpfe, als nach zahllosen Berichten von Seeleuten, denen man nie getraut hatte, Dutzende von ihnen an die Küste Neufundlands gespült wurden. Fast 1000 Jahre zuvor erschreckten Berichte über diese Seeungeheuer die wildesten Seefahrer Skandinaviens. Umherziehende Banden von Kriegern, deren Reich die Meere waren. Die Wikinger. Das Wort Wikinger bedeutet plündern, überfallen. Sie wurden einfach nach dem benannt, was sie taten. Wenn die Angst vor Seeungeheuern ihre Reisen bedrohte, blickten die Wikinger auf einen Gott. Thor. Man muss sich vorstellen, wie sie die Schiffe besteigen, um in der Nordsee auf Raubzug zu gehen und dabei Thor um Schutz bitten und darum, sie ans Ziel zu führen. Thor hatte eine Bedeutung, die ihn in den Augen der Krieger über die anderen Götter erhob. Die Wikinger führten Thor zu Ehren ein Ritual durch, das ihre Sicherheit auf hoher See gewährleisten sollte. Man riss beispielsweise einen Thor gewidmeten Tempel nieder und warf die Säulen später über Bord, um damit zu zeigen, dass Thor den Ozean beherrschte und man selbst, als Diener Thors, eine sichere Fahrt haben würde. Die Säulen, die ins Meer geworfen wurden, waren meist aus Eiche. Denn Eiche hatte eine spezielle Verbindung zum Donnergott. Es war das Holz, in das am häufigsten der Blitz einschlug. Der zentrale Ort, an dem Thor verehrt wurde, war daher weder ein Tempel noch eine Kirche, sondern ein Baum. Thors Eiche, der wichtigste Kultplatz der alten nordischen Welt. Es hieß, diese Eiche repräsentiere Thor. Sie wurde angerufen, als sei sie möglicherweise Thor selbst. Über Generationen war Thors Eiche der Ort blutiger heidnischer Opfer. Oft hinterließen seine Anhänger Gaben aus Fleisch an ihrem Fuße. Oft stand das Opfer in Zusammenhang mit dem Wunsch nach einer guten Ernte im Folgejahr. In besonders schweren Zeiten sollten 9 Tiere von jeder Art geopfert werden. Und in sehr schlechten Jahren soll man sogar Menschen geopfert haben. Es gibt Belege für Hinrichtungen, die mit dem Heidentum und heidnischen Orten zu tun hatten. Und es ist gut vorstellbar, dass so etwas auch an Thors Eiche geschah. Der Legende zufolge stand Thors Eiche, die Donaueiche, hier, in Fritzlar in Hessen, bis ins Jahr 723. In jenem Jahr wurde alles anders. Von Süden und Westen kamen Missionare einer anderen Religion, entschlossen, die Andersgläubigen zu bekehren. Das symbolische Zentrum des Heidentums war ihnen ein Dorn im Auge, Thors Eiche.
Bei der Bekehrung der germanischen Welt kam Bonifatius, versammelte die Menschen und sagte: Wenn es Thor gibt und er so mächtig ist, dann wird er mich sicher niederstrecken, wenn ich seinen Baum fälle. Christlichen Aufzeichnungen zufolge fällte ein starker Wind den Baum. Die Menschen hielten das für ein Wunder und waren sofort bekehrt. Der Fall von Thors Eiche war ein symbolischer Wendepunkt für Mittel- und Nordeuropa. Für die treuen Anhänger Thors war es, als fiele er selbst. Doch es war weitaus mehr nötig, damit sie sich ergaben. Die Altgläubigen hatten ihr eigenes Symbol, das sie dem christlichen Kreuz entgegensetzten. Thors magischen Hammer. Im Mythos benutzt ihn Thor, um die niederzustrecken, die seine Autorität infrage stellen. Doch was, wenn der Donnergott seine wichtigste Waffe verlöre? Die Folgen für Thor wie für die gesamte Menschheit wären verheerend. So geschieht es im Mythos. Jahrhundertelang war Thors Hammer den Heiden ein Symbol für Macht und Stolz. Im Mythos schleudert er Blitze und hilft Thor, riesige Ungeheuer zu besiegen. Der Hammer ist so wichtig, weil er die Menschen vor Bösem beschützt. Er gibt Kraft, die man durch Hilfsmittel erhält, die man mit bloßen Händen niemals hätte. Das ist wichtig an Thor. So stark er auch ist, er braucht den Hammer. In der Sage verliert der Donnergott einst seine wertvolle Waffe. Ohne sie ist er machtlos gegen die Riesen, die die Welt bedrohen. Das Schicksal der Menschen hängt am seidenen Faden. Im Palast von Valhalla, dem Sitz der alten germanischen Götter, dringt der Eisriesenkönig Trüm leise in das Schlafzimmer Thors ein und stiehlt den Hammer. Er weiß, dass Thor ihn braucht und will ihn damit erpressen. Als ihm der Hammer gestohlen wird, ist es, als würde einem die menschliche Kultur und Technologie gestohlen, die uns von den Tieren unterscheidet. Thor wacht eines Morgens auf und bemerkt, dass sein Hammer fehlt. Und was tut er? Merkwürdigerweise geht er zu Loki. Loki ist halb Gott, halb Riese. Er ist sehr gerissen und sagt, er wisse, wer den Hammer gestohlen habe. Er macht sich auf ins Reich der Eisriesen, um ihn zurückzuholen. Dort trifft er auf Trüm. Und dieser nennt seinen Preis. Trüm sagt: Ich habe Thors Hammer und ich habe ihn versteckt. Ich behalte ihn. Es sei denn, man gibt mir Freya zur Braut. Freya ist die schöne, sinnliche Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit. Und die Riesen, die Zwerge, alle begehren sie. Als Freya die Bedingung des Riesen hört, weigert sie sich. Doch Thors Hammer muss wieder beschafft werden. Der Hammer ist eines seiner Hauptmerkmale. Er benutzt ihn, um Riesen zu töten. Ohne den Hammer sind Götter wie auch Menschen in Schwierigkeiten. Sie brauchen den Hammer. Die Götter berufen eine Versammlung ein, um die Krise zu besprechen. Sie einigen sich auf eine riskante Strategie. Sie verkleiden Thor als Freier und schicken ihn an ihrer Stelle als Braut. Wir ziehen ihm das Brautkleid und den Schleier an und schicken ihn als Freier hin. Dann bekommt er vielleicht den Hammer wieder. Thor ist sehr aufgebracht. Er ist ein Supermacho, ein sehr männlicher Gott. Er will kein Transvestit sein. Doch ihm bleibt keine Wahl.
Er gibt nach und zieht Freyas Brautgewand an. Nur seine glühenden Augen sind unter dem Schleier zu sehen. Das ist sehr komisch. Da haben wir den großen Macho-Gott, der sich nun als Frau verkleidet. Und was ist eigentlich Thors Hammer? Er ist das Symbol seiner Männlichkeit und in gewissem Sinn auch ein Phallus-Symbol. Nun hat Thor das Symbol seiner Männlichkeit verloren und muss zum Gegenteil werden, einer Frau, weil er kein Mann mehr sein kann. Mit Loki an seiner Seite begibt sich Thor in das Reich der Eisriesen. Der Donnergott ist nun die strahlende Braut. Um seinen wertvollen Hammer zurückzubekommen, muss er seinen Stolz beiseite lassen. Trym sieht sie kommen und sagt, ah, Freya. Das Einzige, was in meiner Welt fehlt, ist Freya. Und da kommt sie. Es wird also gefeiert. Thor isst alles auf und dann trinkt sie das ganze Bier. Thors Maßlosigkeit erregt Verdacht. Wie kann eine züchtige Braut nur so viel trinken? Loki sagt, keine Sorge, die Braut ist 8 Tage und Nächte unterwegs gewesen. Sie hat einfach Durst. Doch als Trym seine Zukünftige genauer ansieht, bemerkt er ihre rotglühenden Augen. Trym schreckt zurück und sagt, was ist mit Freyas Augen? Loki hat wieder eine Antwort parat. Sie hat auch eine Woche nicht geschlafen vor lauter Vorfreude. Okay, sagt Trym. Schließlich ist der König überzeugt und gibt seiner Braut den magischen Hammer. Augenblicklich gibt dieser Thor seine Kraft zurück. Der Donnergott ist zurück. Und er rächt sich. So lautet der Mythos. Doch wie sah die Realität aus? Als christliche Armeen sich im ersten Jahrtausend nach Christus ihren Weg nach Norden erkämpfen, schöpfen die Menschen dort aus diesem Mythos den Glauben an Thors Rückkehr. Als man den Menschen das Christentum aufzwang, stellten der Mythos von Thor und seine Symbolik eine Art heidnischer Widerstandsbewegung gegen die fanatischen Taufversuche dar. Die Christen sind, was Reichtum, Waffen und Männer angeht, überlegen. Doch die Heiden sind bereit, bis zum Tod zu kämpfen. Die Bühne ist frei, die Fronten sind abgesteckt. Die christlichen Armeen gegen die Anhänger Thors im Kampf um die Seelen Nordeuropas. Die Armeen Christi gegen die Anhänger Thors. Das Ziel? Die Kontrolle über Nordeuropa. Dies ist keine mythische Schlacht. Sie fand wirklich statt. 300 Jahre lang bekämpfen sich im frühen Mittelalter Könige und Anführer in den Wäldern und Ebenen Nordeuropas. Stück für Stück kämpfen sich die Christen nach Norden ins heidnische Skandinavien vor. Im 11. Jahrhundert erreicht die Front das Machtzentrum Schwedens, Alt-Uppsala. Die Heimat der letzten überlebenden Anhänger Thors. Dort sollen sich regelmäßig Heiden zu bizarren Ritualen versammeln, um den Donnergott zu ehren. Zu dieser Zeit wurden Thor sowohl Menschen als auch Tiere geopfert. Ihre Leichen wurden um den Tempel herum in den Bäumen aufgehängt. Ein ziemlich grässliches Ritual. Im späten 11. Jahrhundert wird dieser Brauch von Schwedens neuem christlichen König in Frage gestellt. Inge dem Älteren. Als Inge an die Macht kommt, beten die meisten seiner Untertanen noch zu Thor. Doch er ist fest entschlossen, dies zu ändern. Er setzte das Christentum durch und beendete die Opferung von Pferden und anderen Tieren. Er verbot die heidnischen Riten. Seinem Volk gefiel das nicht besonders.
Unter den heidnischen Widerständlern in Inges Königreich ist auch sein eigener Schwager, Opfer Sven. Er nutzt die religiösen Unruhen und greift nach der Macht. Es kommt zum Kampf. Der christliche Herrscher will das Christentum durchsetzen. Doch sein heidnischer Schwager treibt ihn ins Exil. Anfangs haben die Heiden Erfolg. Doch wenige Jahre später gewinnt Inge mit einem Überraschungsangriff auf den heidnischen Tempel wieder die Oberhand. Thors Anhänger unterliegen Gewalt und Feuer. Die Christen beanspruchen Schweden. In ganz Nordeuropa gibt es damals Konflikte wie diesen. Spuren dieser Auseinandersetzungen sind noch immer sichtbar. Im schwedischen Alt-Uppsala gibt es eine Kirche, deren Fundament aus dem 11. Jahrhundert stammen könnte, als König Inge den heidnischen Tempel niedergebrannt haben soll. Die Kirche könnte sogar auf der Asche dieses Tempels errichtet worden sein, als Symbol des christlichen Triumphs. Menschen, die dort früher ihrem alten Glauben nachgegangen waren, gingen nun an dieselben Orte, um die neue Religion zu praktizieren. Beim Übergang zum Christentum geschah das überall in der Region. Direkt neben der Kirche liegen heidnische Grabhügel, die auf das Mittelalter zurückgehen. Man hält dies für die größte vorchristliche Grabstätte in Schweden. Hügel wie diese bestehen noch immer in ganz Schweden. Bei Ausgrabungen fanden sich in vielen unverkennbare Symbole Thors. Kleine Hammeramulette. Oft aus Bronze gegossen, wurden sie um den Hals getragen. Die Amulette zeigen, ich glaube noch an Thor. Oder sie wurden getragen, um in bestimmten Situationen die Kraft der Götter zu beschwören. Diese Artefakte zeigen die Macht des Mythos von Thor in der altnordischen Welt. Für die nordischen Menschen lag Thors Reiz in seiner Menschlichkeit. Er war ein Gott, aber er hatte auch Schwächen. Er hatte Kraft und Mut, aber auch unkontrollierbaren Zorn. Und er kämpfte, wie die Menschen, gegen seine Schwächen. Er ist nicht immer weise. Er ist stark und tapfer und mutig und verteidigt die Menschheit. Aber er lässt sich auch täuschen. Und meist sind die Dinge, die ihn täuschen, dieselben, die auch uns täuschen. Im Mythos werden Thors Mängel im Kampf gegen Riesen offenbar, die einen unbesiegbaren Feind symbolisieren, den Zorn der Natur. Die Natur war sehr oft eine bedrohliche Kraft. Sie konnte in Sicherheit wiegen und vernichten. All diese Geschichten zeigen Thor als Verteidiger der Menschen. Aber gegen Naturgewalten verliert er. Einst will ein Riesenkönig namens Utgard-Loki Thor demütigen. Er stellt ihm drei unlösbare Aufgaben, die insgeheim mit den Naturkräften zu tun haben. Die erste Aufgabe ist, ein Trinkhorn zu leeren. Es scheint einfach, bis Thor es versucht. Thor trinkt in vollen Zügen.
Doch der Stand des Bieres im Horn scheint sich kaum zu ändern. Er ist erstaunt und etwas verlegen. Schließlich sollte ein so starker Gott wie Thor zumindest ein Horn Bier leeren können. Der Donnergott hat die erste Aufgabe nicht erfüllt. Die zweite ist noch schwerer. Thor soll die Tatze einer Riesenkatze heben. Thor sagt, natürlich kann ich das. Er versucht, die Katze vom Boden hochzuheben und kann kaum eine Tatze heben. Es wird peinlich. Wenn er keine Katze hochheben kann, stimmt etwas nicht. Erneutes Versagen. Hat man Thors Macht überschätzt? Sein Ruf steht auf dem Spiel. Nun stellt sich der Donnergott der letzten Aufgabe. Er soll mit einer schwachen alten Frau ringen. Die Riesen und Utgard-Loki lachen erneut über Thors Verlegenheit. Und der Riese sagt, na gut, versuch mal was Leichtes. Kannst du diese alte Dame im Ringkampf besiegen? Als er sich auf sie stürzen will, wird Thor überwältigt. Der Plan des Riesen ist aufgegangen. Thor ist gedemütigt. Nun enthüllt der König sein Geheimnis. Utgard-Loki erklärt ihm, Thor, du hast aus einem Horn getrunken, das mit dem Meer verbunden war. Und konntest ja kaum das ganze Meer austrinken. Dann solltest du meine Katze hochheben, doch das war die Midgard-Schlange. Wer kann etwas hochheben, das die Erde umschlingt? Dann solltest du mit meiner Großmutter kämpfen, doch sie war das Alter. Wer kann das Alter besiegen? Niemand. Thor ergreift großer Zorn, als er die Tricks durchschaut. Doch der König löst sich sogleich in Luft auf. Utgard-Loki hat Magie benutzt, um Thor zu überlisten. Die Geschichte zeigt den Kampf zwischen Thors bloßer Stärke und den dunklen Zauberkräften der Riesen. Den nordischen Menschen zeigte die Geschichte, dass selbst Götter den Naturgewalten unterliegen. Dem Mythos zufolge würde Thor die bösen Riesen der Natur bis zum Ende aller Zeiten bekämpfen. Dann würde sich ein letzter gewaltiger Kampf zwischen Ordnung und Chaos entwickeln. Ragnarök, der Untergang der Welt. Treten die apokalyptischen Ereignisse des Ragnarök ein, wird die Erde erzittern. Die Sonne wird sich verdunkeln. Angekündigt wird Ragnarök durch 3 Jahre Winter. Feuer wird alles vernichten, Berge werden ins Meer stürzen. Es wird schreckliche Erdbeben und Überflutungen geben. Ragnarök zeichnet ein furchtbares Bild vom Ende der Menschheit. Einzigartig ist es nicht. Viele Kulturen sagten im Lauf der Geschichte einen schrecklichen Weltuntergang vorher. Nostradamus, die Maya, selbst die Römer. Und es gibt einen alten Text, der ein ähnliches Ende der Tage prophezeit. Die Offenbarung des Johannes. Die Ähnlichkeiten zwischen der Offenbarung und Ragnarök betreffen Wetterphänomene und Monster, die aus der Tiefe und dem Himmel auftauchen. Außerdem die Zerstörung der physischen Welt und das Gericht über die Seelen der Menschen. Trotz jahrhundertelanger blutiger Konflikte sind die Endzeitszenarien von Christen und Heiden miteinander verwoben. Doch in einer Hinsicht unterscheiden sich ihre apokalyptischen Prophezeiungen dramatisch. Im Ragnarök sterben die Götter. Ragnarök, das letzte Kapitel der nordischen Mythologie. Der finale Kampf, Ordnung gegen Chaos.
Ragnarök ist die große Schlacht zwischen Göttern und Riesen, also den Guten und den Bösen. Alles gerät durcheinander und versinkt im Chaos. Jeder Gott trifft in seinem Gegner seine Antithese. Es ist eine umwälzende Schlacht. Die ganze geregelte Welt wird auf den Kopf gestellt. Der Kampf gipfelt im lang erwarteten, die Erde erschütternden Zusammenstoß. Der Donnergott Thor gegen seinen Erzfeind, die Midgard-Schlange. Thor will seit ihrer Erschaffung gegen die Midgard-Schlange kämpfen. Und schließlich erhält er seine Chance. Dieses Mal mischt sich niemand ein. Es gibt ein offenes Gemetzel, nur zwischen den beiden. Die Midgard-Schlange wickelt sich um Thor und quetscht das Leben aus ihm heraus. Doch Thor trägt seinen Gürtel, der ihm die nötige Kraft verleiht, um seinen Hammer zu heben. Und damit befreit er sich aus dem Würgegriff. Nach heftigem Hin und Her gelingt Thor ein tödlicher Schlag. Doch das Schicksal will es, dass er dem tödlichen Gift aus der Wunde der Schlange ausgesetzt wird. Der Sieg kommt Thor teuer zu stehen. Er lässt sein Leben. Die beiden Erzfeinde, die sich im mythischen Kreislauf gegenüberstanden, bringen sich gegenseitig um. Chaos und Ordnung treffen aufeinander und löschen sich gegenseitig aus. Dem Mythos zufolge wird die Welt, wie wir sie kennen, im Laufe des Ragnarök ein schreckliches Ende finden. Götter, Riesen und beinahe alle Menschen sterben mit Thor. Das Einzige, was überlebt, ist der Weltenbaum. In ihm haben sich ein Mann und eine Frau versteckt. Das Gras wächst wieder und sie treffen sich im ehemaligen Asgard, um einen neuen Kosmos zu erschaffen. Die nordischen Adam und Eva. Seltsamerweise haben das Ende des nordischen Mythos und der Beginn der Bibel erstaunliche Ähnlichkeit. Das ist kein Zufall. Als der Mythos von Ragnarök im 13. Jahrhundert niedergeschrieben wurde, war das Christentum in Nordeuropa bereits fest verankert. Um auch die Heiden Europas gewinnen zu können, gaben christliche Missionare den nordischen Mythos als Vorgeschichte des Alten Testaments aus. Die altgermanischen Götter sterben, Adam und Eva werden geboren. Ragnarök ist praktisch das Ende der heidnischen Welt. Nach diesem zerstörerischen, alles vernichtenden Ereignis kann etwas Neues entstehen, das Christentum. Es ist der Untergang der Götter, legt aber auch den Grundstein für einen Neubeginn. Einen Neubeginn in einer paradiesischen Welt. Dort gibt es die Chance, neu zu beginnen, alles richtig zu machen und gut zu sein. So bleibt die alte nordische Tradition als Hintergrund bestehen und wird mit der christlichen Vorstellung von Adam und Eva und einem Neubeginn verknüpft. Als das Christentum die nordische Welt eroberte, verschwanden Thors Anhänger endgültig. Der Thor-Kult schien zu verblassen, als der Norden zunehmend christianisiert wurde. Es dauerte Jahrhunderte, bis auch alltägliche Gebräuche und Überzeugungen durchdrungen waren. Der Glaube an Thor ging langsam unter. Jahrhunderte nach der Bekehrung zum Christentum besteht Thors Vermächtnis im Stillen weiter. Der vierte Tag der Woche, Donnerstag, ist nach ihm benannt und ihm gewidmet. Auch in der Popkultur, als Comic- oder Filmheld, begegnet er uns noch. Doch vor Jahrhunderten war Thor weit mehr als das Überbleibsel einer verschwundenen Religion.
Er war der göttliche Beschützer der furchteinflößendsten Krieger der Welt. Aber immer kommt die Schlange davon. Vermutlich, damit es einen spannenden Endkampf zwischen den beiden geben kann. Dies ist nicht der einzige Mythos, in dem ein Donnergott eine Riesenschlange bekämpft. Das Motiv ist in der Antike sehr verbreitet. In den hinduistischen heiligen Schriften der Veden gibt es einen Kampf zwischen Indra, dem Gott der Stürme, und einer Riesenschlange. In der griechischen Mythologie bekämpft eine schlangenköpfige Bestie namens Typhon Zeus, den Gott der Blitze. Diese Mythen entstanden tausende von Meilen und tausende von Jahren voneinander entfernt. Doch sie alle erzählen im Wesentlichen dieselbe Geschichte. Ein Gott des Donners und der Blitze, der eine Schlange vernichten muss, die die Welt bedroht. Doch warum teilen so viele verschiedene Gesellschaften denselben Mythos? Wahrscheinlich aus gemeinsamer Erfahrung. Ist es möglich, dass der Schlange in den Mythen ein reales Meeresungeheuer zugrunde liegt? Und wenn ja, existiert diese Kreatur noch heute in den Tiefen des Ozeans? Erstaunliche Funde zeigen, dass es durchaus möglich wäre. Die Midgard-Schlange, Erzfeind des mächtigen Thor. Eine Schlange groß genug, um den gesamten Planeten zu umspannen. Im Mythos repräsentiert sie Chaos und das Böse auf der Welt. Doch was war das Vorbild für solch ein erschreckendes Geschöpf? Jahrhundertelang gab es Berichte über Riesenseeschlangen. In altnordischen Sagen, die auf Tatsachen beruhen sollen, gibt es sogar Berichte über Schiffe, die durch solche Bestien kenterten. Oft wurde ein riesiges Geschöpf mit langen Tentakeln beschrieben, das Schiffe mit einem Schlag zum Meeresgrund befördern konnte. Man spricht von ihnen als Kraken. Kraken sollen einen langen, schlüpfrigen Körper haben, der sich blitzartig bewegt. So wie die Midgard-Schlange. Doch Berichte über Seeungeheuer beschränkten sich nicht auf Nordeuropa. Sie finden sich auch in der berühmtesten Abenteuergeschichte des antiken Griechenlands, der Odyssee. Dort erscheint ein Ungeheuer mit Appetit auf Menschenfleisch. Scylla. Scylla ist ein furchtbares Meeresungeheuer mit vielen Köpfen und Armen, das sechs deiner Männer packen und verspeisen wird. Scylla, Kraken, die Midgard-Schlange. Sind die Parallelen dieser Mythen Zufall? Oder beruhen sie auf Tatsachen? Eine zufällige Entdeckung im 19. Jahrhundert warf diese Frage auf. Im Nordatlantik stießen Fischer auf ein gewaltiges Meeresgeschöpf. Sie konnten es fangen. Der längste Tentakel war fast 11 Meter lang. Es war ein Riesenkalmar. Bis in die 1870er Jahre war niemand in der Lage, die Existenz von Riesenkalmaren zweifelsfrei nachzuweisen. Man glaubte erst an diese erstaunlichen Geschöpfe, als nach zahllosen Berichten von Seeleuten, denen man nie getraut hatte, Dutzende von ihnen an die Küste Neufundlands gespült wurden. Fast 1000 Jahre zuvor erschreckten Berichte über diese Seeungeheuer die wildesten Seefahrer Skandinaviens. Umherziehende Banden von Kriegern, deren Reich die Meere waren. Die Wikinger. Das Wort Wikinger bedeutet plündern, überfallen. Sie wurden einfach nach dem benannt, was sie taten. Wenn die Angst vor Seeungeheuern ihre Reisen bedrohte, blickten die Wikinger auf einen Gott. Thor.
Man muss sich vorstellen, wie sie die Schiffe besteigen, um in der Nordsee auf Raubzug zu gehen und dabei Thor um Schutz bitten und darum, sie ans Ziel zu führen. Thor hatte eine Bedeutung, die ihn in den Augen der Krieger über die anderen Götter erhob. Die Wikinger führten Thor zu Ehren ein Ritual durch, das ihre Sicherheit auf hoher See gewährleisten sollte. Man riss beispielsweise einen Thor gewidmeten Tempel nieder und warf die Säulen später über Bord, um damit zu zeigen, dass Thor den Ozean beherrschte und man selbst, als Diener Thors, eine sichere Fahrt haben würde. Die Säulen, die ins Meer geworfen wurden, waren meist aus Eiche. Denn Eiche hatte eine spezielle Verbindung zum Donnergott. Es war das Holz, in das am häufigsten der Blitz einschlug. Der zentrale Ort, an dem Thor verehrt wurde, war daher weder ein Tempel noch eine Kirche, sondern ein Baum. Thors Eiche, der wichtigste Kultplatz der alten nordischen Welt. Es hieß, diese Eiche... Wir ziehen ihm das Brautkleid und den Schleier an und schicken ihn als Freier hin. Dann bekommt er vielleicht den Hammer wieder. Thor ist sehr aufgebracht. Er ist ein Supermacho, ein sehr männlicher Gott. Er will kein Transvestit sein. Doch ihm bleibt keine Wahl. Er gibt nach und zieht Freyas Brautgewand an. Nur seine glühenden Augen sind unter dem Schleier zu sehen. Das ist sehr komisch. Da haben wir den großen Macho-Gott, der sich nun als Frau verkleidet. Und was ist eigentlich Thors Hammer? Er ist das Symbol seiner Männlichkeit und in gewissem Sinn auch ein Phallus-Symbol. Nun hat Thor das Symbol seiner Männlichkeit verloren und muss zum Gegenteil werden, einer Frau, weil er kein Mann mehr sein kann. Mit Loki an seiner Seite begibt sich Thor in das Reich der Eisriesen. Der Donnergott ist nun die strahlende Braut. Um seinen wertvollen Hammer zurückzubekommen, muss er seinen Stolz beiseite lassen. Trym sieht sie kommen und sagt, ah, Freier. Das Einzige, was in meiner Welt fehlt, ist Freier. Und da kommt sie. Es wird also gefeiert. Thor isst alles auf und dann trinkt sie das ganze Bier. Thors Maßlosigkeit erregt Verdacht. Wie kann eine züchtige Braut nur so viel trinken? Loki sagt, keine Sorge, die Braut ist 8 Tage und Nächte unterwegs gewesen. Sie hat einfach Durst. Doch als Trym seine Zukünftige genauer ansieht, bemerkt er ihre rotglühenden Augen. Trym schreckt zurück und sagt, was ist mit Freyas Augen? Loki hat wieder eine Antwort parat. Sie hat auch eine Woche nicht geschlafen vor lauter Vorfreude. Okay, sagt Trym. Schließlich ist der König überzeugt und gibt seiner Braut den magischen Hammer. Augenblicklich gibt dieser Thor seine Kraft zurück. Der Donnergott ist zurück. Und er rächt sich. So lautet der Mythos. Doch wie sah die Realität aus? Als christliche Armeen sich im ersten Jahrtausend nach Christus ihren Weg nach Norden erkämpfen, schöpfen die Menschen dort aus diesem Mythos den Glauben an Thors Rückkehr. Als man den Menschen das Christentum aufzwang, stellten der Mythos von Thor und seine Symbolik eine Art heidnischer Widerstandsbewegung gegen die fanatischen Taufversuche dar. Die Christen sind, was Reichtum, Waffen und Männer angeht, überlegen. Doch die Heiden sind bereit, bis zum Tod zu kämpfen. Die Bühne ist frei, die Fronten sind abgesteckt. Die christlichen Armeen gegen die Anhänger Thors im Kampf um die Seelen Nordeuropas.
Die Armeen Christi gegen die Anhänger Thors. Das Ziel? Die Kontrolle über Nordeuropa. Dies ist keine mythische Schlacht. Sie fand wirklich statt. 300 Jahre lang bekämpfen sich im frühen Mittelalter Könige und Anführer in den Wäldern und Ebenen Nordeuropas. Stück für Stück kämpfen sich die Christen nach Norden ins heidnische Skandinavien vor. Im 11. Jahrhundert erreicht die Front das Machtzentrum Schwedens, Alt-Uppsala. Die Heimat der letzten überlebenden Anhänger Thors. Dort sollen sich regelmäßig Heiden zu bizarren Ritualen versammeln, um den Donnergott zu ehren. Zu dieser Zeit wurden Thor sowohl Menschen als auch Tiere geopfert. Ihre Leichen wurden um den Tempel herum in den Bäumen aufgehängt. Ein ziemlich grässliches Ritual. Im späten 11. Jahrhundert wird dieser Brauch von Schwedens neuem christlichen König in Frage gestellt. Inge dem Älteren. Als Inge an die Macht kommt, beten die meisten seiner Untertanen noch zu Thor. Doch er ist fest entschlossen, dies zu ändern. Er setzte das Christentum durch und beendete die Opferung von Pferden und anderen Tieren. Er verbot die heidnischen Riten. Seinem Volk gefiel das nicht besonders. Unter den heidnischen Widerständlern in Inges Königreich ist auch sein eigener Schwager, Opfer-Sven. Er nutzt die religiösen Unruhen und greift nach der Macht. Es kommt zum Kampf. Der christliche Herrscher will das Christentum durchsetzen. Doch sein heidnischer Schwager treibt ihn ins Exil. Anfangs haben die Heiden Erfolg. Doch wenige Jahre später gewinnt Inge mit einem Überraschungsangriff auf Thor, der nordische Gott des Donners. Ein furchtloser Krieger, der sein Volk vor grässlichen Riesen schützt. Held der Wikinger und Germanen. In den dunkelsten Zeiten der Menschheitsgeschichte. Doch nur wenige kennen die Wahrheit hinter dem Mythos. Er kämpfte gegen das größte Seeungeheuer der alten Welt. Und er war die letzte Hoffnung der Altgläubigen im Norden Europas, als sie den christlichen Armeen trotzten. Fakten und Fiktion vermischen sich zum Mythos Thor. Zwei Erzfeinde im Kampf auf Leben und Tod. Thor, der Donnergott, gegen eine schreckliche Bestie. Eine riesige Schlange mit tödlicher Kraft. Mensch gegen Monster. Thor entfesselt seine tödlichste Waffe, den Blitz seines Hammers. Donner erschüttert Himmel und Erde. Der Mythos von Thor ist voll von epischen Kämpfen. Heroische Schlachten gegen Wesen, die die Menschheit bedrohen. Thor ist der Vorkämpfer der Götter, der, der vorgeschickt wird, wenn es ernst wird. Thor steht nicht für Weisheit, er bietet Schutz vor bösen Monstern. Die Abenteuer Thors boten eine Zuflucht in den dunkelsten Zeiten der Geschichte. Dem Frühmittelalter im ersten Jahrtausend nach Christus. Zu der Zeit befanden sich die germanischen Stammesgebiete, die von den britischen Inseln bis zur Ostsee reichten, in Aufruhr. Es war eine auf Landwirtschaft aufgebaute Gesellschaft. Die Menschen lebten am Rande der Existenz, denn es war sehr unwirtlich im Norden Europas. Am Mittelmeer war es viel leichter, etwas anzubauen. Nach allem, was wir wissen, ging es auch sehr gewalttätig zu. Christus
Krieg, Hunger und Tod bestimmten den Alltag an den nördlichen Rändern Europas. Doch der Mythos von Thor brachte etwas Ordnung in das Chaos. Es war eine naturbezogene Religion. Paganismus kommt aus dem Lateinischen und beschreibt heidnischen Glauben. Dieser ist nicht gut organisiert, wie etwa die griechische Götterwelt, in der alles aufgeteilt ist, jeder seine Verantwortlichkeiten hat und weiß, wer wichtig ist. Völlig anders. Das Leben wurde in dieser Mythologie ziemlich düster und streng gesehen. Die Menschen erwarteten am Ende weder Erlösung noch Himmel, wie es im Christentum versprochen wird. Sie sahen das Leben viel düsterer und sorgenvoller. Angesichts der Probleme ihrer Zeit brauchten sie sehr viel Mut und Kraft. Thor war den Menschen Inspiration. Thor war der Inbegriff eines Helden. Er war stark. Im Gegensatz zu anderen Göttern betrog und verriet er niemanden, sondern war treu. Mit dieser Heldenfigur konnten sich die Menschen am besten identifizieren. Im Mythos hat Thor zwei Waffen, mit denen er böse Mächte in Schach hält. Einen Gürtel, der seine Kräfte verdoppelt, und einen Hammer, der tödliche Blitze schleudert. Wie weit er den getreuen Hammer auch schleudert. Er kommt immer wieder zurück, wie ein Boomerang. Hört man Donner grollen, so hat Thors Hammer einen Riesen getötet. Thor ist der Herr der Blitze. Ähnliche Motive gibt es auch in anderen Mythologien, so zum Beispiel Zeus in der klassischen Mythologie, der auch ein Donnergott ist. Der Gott des Donners und der Blitze ist der Beschützergott. Er ist der stärkste Kämpfer und hat dieselbe Macht wie Zeus, den Donnerschlag, den Hammer, der die Bösen zerstört. Thors Mythos beginnt mit seiner Geburt als Sohn allmächtiger Eltern. Sein Vater ist Odin, der Himmelsgott, und seine Mutter ist Jörd, was Erde bedeutet. Er stammt gewissermaßen aus dem Himmel und von der Erde, was ihn zum perfekten Gott der Mittelerde macht. Midgard, dort, wo die Menschen leben. In der nordischen Mythologie besteht die Welt aus drei Ebenen, die in einer Weise dargestellt werden, die die alte germanische Welt gut kannte, als Baum. Sie hatten Behausungen, die indianischen Tipis ähnelten. Ihre ganze Sicht des Kosmos basierte auf dieser Konstruktion. Man hatte einen Pfahl in der Mitte, der die Wände zusammenhielt. Das war das Skelett des Hauses. Und so sah auch das Skelett des Kosmos aus. Das Kleine repräsentiert das Große. Deswegen wurden Bäume so wichtig. Ich repräsentiere Thor. Sie wurde angerufen, als sei sie möglicherweise Thor selbst. Über Generationen war Thors Eiche der Ort blutiger heidnischer Opfer. Oft hinterließen seine Anhänger Gaben aus Fleisch an ihrem Fuße. Oft stand das Opfer in Zusammenhang mit dem Wunsch nach einer guten Ernte im Folgejahr. In besonders schweren Zeiten sollten 9 Tiere von jeder Art geopfert werden. Und in sehr schlechten Jahren soll man sogar Menschen geopfert haben. Es gibt Belege für Hinrichtungen, die mit dem Heidentum und heidnischen Orten zu tun hatten. Und es ist gut vorstellbar, dass so etwas auch an Thors Eiche geschah. Der Legende zufolge stand Thors Eiche, die Donaueiche, hier, in Fritzlar in Hessen, bis ins Jahr 723. In jenem Jahr wurde alles anders. Von Süden und Westen kamen Missionare einer anderen Religion, entschlossen, die Andersgläubigen zu bekehren.
Das symbolische Zentrum des Heidentums war ihnen ein Dorn im Auge, Thors Eiche. Bei der Bekehrung der germanischen Welt kam Bonifatius, versammelte die Menschen und sagte, wenn es Thor gibt und er so mächtig ist, dann wird er mich sicher niederstrecken, wenn ich seinen Baum fälle. Christlichen Aufzeichnungen zufolge fällte ein starker Wind den Baum. Die Menschen hielten das für ein Wunder und waren sofort bekehrt. Der Fall von Thors Eiche war ein symbolischer Wendepunkt für Mittel- und Nordeuropa. Für die treuen Anhänger Thors war es, als fiele er selbst. Doch es war weitaus mehr nötig, damit sie sich ergaben. Die Altgläubigen hatten ihr eigenes Symbol, das sie dem christlichen Kreuz entgegensetzten. Thors magischen Hammer. Im Mythos benutzt ihn Thor, um die niederzustrecken, die seine Autorität infrage stellen. Doch was, wenn der Donnergott seine wichtigste Waffe verlöre? Die Folgen für Thor wie für die gesamte Menschheit wären verheerend. So geschieht es im Mythos. Jahrhundertelang war Thors Hammer den Heiden ein Symbol für Macht und Stolz. Im Mythos schleudert er Blitze und hilft Thor, riesige Ungeheuer zu besiegen. Der Hammer ist so wichtig, weil er die Menschen vor Bösem beschützt. Er gibt Kraft, die man durch Hilfsmittel erhält, die man mit bloßen Händen niemals hätte. Das ist wichtig an Thor. So stark er auch ist, er braucht den Hammer. In der Sage verliert der Donnergott einst seine wertvolle Waffe. Ohne sie ist er machtlos gegen die Riesen, die die Welt bedrohen. Das Schicksal der Menschen hängt am seidenen Faden. Im Palast von Valhalla, dem Sitz der alten germanischen Götter, dringt der Eisriesenkönig Trüm leise in das Schlafzimmer Thors ein und stiehlt den Hammer. Er weiß, dass Thor ihn braucht und will ihn damit erpressen. Als ihm der Hammer gestohlen wird, ist es, als würde einem die menschliche Kultur und Technologie gestohlen, die uns von den Tieren unterscheidet. Thor wacht eines Morgens auf und bemerkt, dass sein Hammer fehlt. Und was tut er? Merkwürdigerweise geht er zu Loki. Loki ist halb Gott, halb Riese. Er ist sehr gerissen und sagt, er wisse, wer den Hammer gestohlen habe. Er macht sich auf ins Reich der Eisriesen, um ihn zurückzuholen. Dort trifft er auf Trüm. Und dieser nennt seinen Preis. Trüm sagt, ich habe Thors Hammer und ich habe ihn versteckt. Ich behalte ihn. Es sei denn, man gibt mir Freya zur Braut. Freya ist die schöne, sinnliche Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit. Und die Riesen, die Zwerge, alle begehren sie. Als Freya die Bedingung des Riesen hört, weigert sie sich. Doch Thors Hammer muss wieder beschafft werden. Der Hammer ist eines seiner Hauptmerkmale. Er benutzt ihn, um Riesen zu töten. Ohne den Hammer sind Götter wie auch Menschen in Schwierigkeiten. Sie brauchen den Hammer. Die Götter berufen eine Versammlung ein, um die Krise zu besprechen. Sie einigen sich auf eine riskante Strategie. Sie verkleiden Thor als Freier und schicken ihn an ihrer Stelle als Braut. In den höchsten Ästen des mythischen Baumes liegt Asgard, der Wohnsitz der Götter. Am anderen Ende, unter den Wurzeln, ist ein kühles, dunkles Reich, das Land der Toten, das Hel genannt wird. Es hat denselben Ursprung wie unser Wort Hölle.
Der mittlere Teil des Baumes ist Midgard, die Erde. Die Welt, die von den Menschen bewohnt wird. Dies ist das Reich Thors. Als Beschützer ist es seine Pflicht, die Feinde der Menschen in Midgard zu vernichten. Die bösen Riesen. Die Riesen repräsentieren Chaos und Zerstörung. Wurde man von einer Lawine, einem Erdbeben oder einer Flut getötet, war dies das Werk eines Riesen. In einer Kultur, die hartem Klima und anderen Gefahren ausgeliefert ist, repräsentieren sie alles, was schiefgehen kann. Man kann sich vorstellen, dass jemand, der in einem Tal in Norwegen lebte und sah, wie der Winter einbrach und der Frost in die Täler kam, so etwas wie Frostriesen sah. Dann kam der Frühling. Das kann man wie eine Schlacht sehen, in der Thor die Riesen in die Berge treibt und die Ordnung wiederherstellt. Noch heute gibt es Spuren der mythischen Schlachten Thors mit den Riesen in den Wäldern und auf den frostigen Ebenen an der Nordsee. Überall in Skandinavien finden sich geheimnisvolle Steindenkmäler, die aus der heidnischen Zeit stammen. Sie wurden zwischen dem 4. und 12. Jahrhundert nach Christus errichtet. Sie markieren Territorien, erinnern an wichtige Ereignisse und dienen als Grabsteine für Könige und Krieger. Sie werden Runensteine genannt und sind die wichtigsten Hinweise, die diese Gesellschaft, die ihre Geschichte normalerweise nicht aufschrieb, hinterließ. Die Runen auf den Steinen ähneln unserem lateinischen Alphabet. Sie beschreiben ein Stück Mythologie oder Erzählung, das wir glücklicherweise manchmal schriftlich vorliegen haben. In vielen der Inschriften taucht eine Figur immer wieder auf. Der Donnergott selbst. Thor. Es gibt viele Runensteine, in die Thors Name eingraviert ist. Etwa als, möge Thor diese Schrift segnen. Seine Macht sollte die Menschen schützen. In der nordischen Mythologie bekämpft jeder Gott seine persönlichen Feinde unter den bösen Riesen. Die Runensteine enthüllen die Identität von Thors Erzfeind. Eine riesige Seeschlange. Die Midgard-Schlange. Es ist eine Schlange, die immer größer wird. Die Prophezeiung sagt, dass sie den Untergang der Götter und das Ende des Universums einleiten wird. Angst vor Schlangen ist uns angeboren. Es gibt sie in allen Kulturen, so auch in der germanischen Mythologie. Schlangen sind böse, genau der Hintergrund, auf dem man Mythologie aufbauen kann. Nach der Legende wird die Midgard-Schlange so groß, dass sie die ganze Erde umschlingt und ins Chaos stürzen wird. Die Midgard-Schlange umschlang Mittelerde. Als Symbol für den Rand der Welt und als Symbol für die Gefahr, diese Grenze zu überschreiten. Der größte Widersacher. Thor ist entschlossen, ihn zu besiegen. Ein harter Kampf, selbst für einen Gott. Der ständige Kampf zwischen Thor und der Midgard-Schlange repräsentiert den Kampf zwischen der Kraft, die die Ordnung, die Welt der Götter und der Menschen schützt, und der ständigen Bedrohung der Zerstörung durch das Chaos. Ordnung gegen Chaos. Ein klassisches Thema in der rauen Welt Nordeuropas. Im Mythos von Thor wird es oft mit einem gewissen Humor vermittelt. Als Thor unbemerkt an die Midgard-Schlange herankommen will, verwandelt er sich in einen kleinen Jungen und bittet einen Riesen namens Hymir, ihn zum Fischen mitzunehmen. Sie fahren immer weiter und weiter hinaus und schließlich sagt Hymir, das ist wohl weit genug. Doch Thor sagt, nein, wir können noch weiter raus. Weit vor der Küste enthüllt Thor seine wahre Identität und lockt die Schlange mit dem Kopf eines Ochsen als Köder an die Oberfläche.
Er wirft den ganzen Ochsenkopf an einem Haken über Bord. Die Midgard-Schlange beißt an und Thor zieht sie hoch, sodass ihr Kopf über Wasser ist. Thor ist ganz aufgeregt und begeistert. Er greift nach dem Hammer. Jetzt habe ich dich endlich. Aber Hymir, der Riese im Boot, hat Angst. Als Thor seinen Hammer hebt, um zuzuschlagen, kappt der Riese das Seil und die Schlange taucht zurück ins Meer. Thor ist wütend. Die seltene Gelegenheit, seinen Erzfeind zu töten, ist dahin. Thor trifft immer wieder auf die Midgard-Schlange. Manchmal ist er verkleidet, manchmal mischt sich jemand ein.